Diesmal geht es um einen kurzen Film. Wir wollen euch zwei Dinge vorstellen. Das ist, was ihr immer mithaben solltet. Wirklich wichtig solltet ihr immer mal mithaben. Und zwar einmal ist das hier dieses Dichtband. Da gehen wir in den Film drauf ein, weil das ist unser, ja, ich sag mal, das Top-Teil, wenn es irgendwo undicht ist. Wir haben es jetzt gehabt, dass eine Dachhaube kaputt war. Die haben wir sogar damit repariert. Man kriegt dieses Band immer wieder runter. Da gehen wir drauf ein. Und das zweite Teil, das ist eigentlich nur eine Erwähnung. Das ist hier so ein Spannungsteil. Wir machen euch unten Verlinkung. Der ist auch schon älter. Den haben wir jetzt seit 2 Jahren. Der macht immer noch gute Dienste. Wenn der Wagen nicht anspringt, könnt ihr den anklemmen und überbrücken und dann geht's los. Ja, also wenn ihr Bootfahrer seid, passt das da natürlich auch sehr gut drauf. Ne? Wir gehen ins Detail, ihr seid dabei. Los geht's. Danke. Hier sehen wir unsere Dachhaube, wie sie beschädigt war, und wir haben hier wirklich alles mit diesem Kleber gemacht. Auch die Leitung, die hier unten seht von der Solaranlage, die haben wir mit diesem Silikonkleber oder mit dem Silikonband verklebt. Hier an dieser Stelle, wo wir es verklebt haben, da ist das schon ewig drauf, ne? Und ein bisschen mehr Fummelarbeit, aber ihr seht, ne, das ist jetzt hier schon ein paar Monate drauf. Ach, halbes Jahr. Ja, 2 Jahre. So, und ihr seht, man kann es so runternehmen. Ne? Also, das klebt wie Teufel. Und das hält also wirklich gut. Auch hier diesen kleinen Fühler, den hier unseren Temperaturfühler, der hier sitzt. Wer Videos kennt, ne, der weiß, dass wir hier den Temperaturfühler eingesetzt haben. Und ja, da haben wir auch einfach so eine Wurst, so eine paar Mal von denen da oben zugedreht. Ne? Und somit ist das hier auch wasserdicht, ne? Von diesem Band auch ein paar Mal umzugedreht und dann da festgemacht. Ne? Den haben wir auch damit verklebt. Ja, und die Platten hier zur Info, wir haben jetzt ja flache draufgelegt, die haben wir auf eine Folie geklebt. Das heißt, wir haben zuerst eine Folie genommen, eine Luftkanalfolie, haben die auf das Dach geklebt und danach haben wir mit Sikaflex die Solarplatten direkt aufs Dach geklebt und dann aber auf diese Folie. Und das hat den Vorteil, dass wenn man das wieder runternimmt, mit der Folie kann der Sikaflex-Kleber, der sich jetzt zwischen Solarzelle und Dach bzw. dieser Folie befindet, der kann dann wieder von dem Aludach rückstandslos abgezogen werden. Das geht eigentlich recht gut. Ja, und die Leitung haben wir hier, sollte erst provisorisch sein, aber da haben wir festgestellt, das klappt besser als gedacht, haben wir diese Kabel hier mit dem Silikonklebeband verklebt und das klappt sehr gut. Auch die Reparatur hier hat sehr gut hingehauen, muss man wirklich sagen. Hier möchten wir euch noch mal eben zeigen, wie gut sich das entfernen lässt. Ne? Das ist das Band, das ist jetzt schon, boah, das haben wir bestimmt 3 Wochen, nee, länger, 6 Wochen drauf. Und das lässt sich nachher richtig schön wieder abziehen, ne? Fast rückstandsfrei, ja. Und das ist natürlich echt, man kann es so wieder drauf machen, ne? Also das ist im Moment echt ein tolles Zeug. Hier sehen wir nochmal, wie man das abziehen kann. Ne? Hier ist auch so ein riesiger Riss hinter, hier vorne. Ne? Da sieht man das, da ist der Riss, könnt ihr den sehen? Hier, ne? Da ist es gerissen, da ist es ab, da ist was gegen geditscht. Ne? Richtig was gegengehauen und damit ist das hier alles kaputt gerissen. Das klappt so mit diesem Band sehr gut und hält auch erstmal. Also, aber wir brauchen natürlich eine neue Dachluke, das ist klar. Hier, wo unser Toilettenschacht ist, da wollen wir das mal als Beispiel machen, wenn das jetzt hier undicht wäre. Ne? Das muss zuerst einmal fettfrei und sauber gewischt werden. Ne? Also hier die Ecke, das muss richtig sauber sein. Ja? Wenn ihr das richtig gereinigt habt, wir machen das jetzt ja nur als Beispiel, ne? Dann haben wir hier unsere Rolle von 3M und da ziehen wir jetzt hier so eine Lappengröße mal ab und gehen jetzt hier auf das Stück rüber. So, ne? So lang muss er sein. Den schneide ich mir jetzt hier erstmal so ab. Thank you.
hier ist eine Folie drauf, die zieht ihr dann ab und dann kann man das da richtig reindrücken. Hier kann man es nochmal lösen, dass man hier nochmal besser in die Ecke reinkommt. So. Jetzt kann man das hier sehr schön sehen, wie wir das hier bis in die Ecke rumgedrückt haben. Und hier hinten machen wir es genauso. Ne? Da drücken wir es richtig rein in die Ecke. So. Und jetzt haben wir dieses Ding hier abgedichtet. So, jetzt kann das Wasser hier runterlaufen. Ne? Und wenn wir den abziehen, ich hoffe, ihr könnt das jetzt genau sehen, dass das richtig in die Ecke reingeht. Ne? Also, da seht ihr das, dass das hier bis in die Ecke drin ist. Ne? Das kann man jetzt hier vielleicht gut erkennen. Da ist das wichtig. Und man kriegt es so auch wieder runter. Ja, das kann man so wieder abziehen. Und dann kann man es auch noch mal wieder anders draufsetzen. Ne? Also das ist echt flexibel, das Zeug. Ja, so sieht das aus. Echt teuer, wirklich teuer, das, aber gut, sehr gut. Ja, der Sommer kehrt zurück. Und an dieser Stelle, ne, gebt uns gerne mal einen Daumen hoch, wie hier. Ne? Mal unter Wasser gefilmt, ja. Ja, hier wollten wir noch mal ganz kurz auf unsere Starthilfe eingehen. Das ist so ein kleines Gerät, der ist ordentlich billig, ne? Aber wirklich so handgroß. Ne? Die klemmen eigentlich schon größer wie das Gerät selbst. Die werden hier einfach eingesteckt. Ne? So zwei Goldklemmen sitzen hier drin. Und hier ist noch eine Taschenlampe drin verbaut. Ne? Die geht hier auch an. Da sehen wir es, ne? Kleine Taschenlampe. Da kann man auch SOS mit morsen, ne? Wenn wir auf dem Boot sind mal oder irgendwo eine Nachricht schicken wollen. Ne? Ja, das ganze Ding schaltet man ein. Dann haben wir hier so diese Ladefunktion. Geladen wird dieser hier über einen USB-Port. Ganz simpel. Braucht zwar ein bisschen länger, aber ruckzuck ist er wieder voll. Und wir können damit echt einige Male das Fahrzeug starten. Also auch so einen schweren Diesel. Der wird hier einfach angeklemmt, draufgeklemmt quasi. Ne? Plus und Minus man draufgelegt, dann schaltet man den hier ein. Der hat so eine Erkennung, ne? Dann fängt er an zu blinken. Und sobald er erkannt hat, der wird jetzt Strom gebraucht, dann haut er das rein. Funktioniert wirklich gut. Und ja, wenn der Motor natürlich ansonsten hier in Ordnung ist. Ne? Wenn der Motor natürlich Schrott ist, ne? Dann geht das nicht. Ne? Wenn der sowieso nicht anspringt und ihr seid am Jodeln, 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 dann geht das nicht. Ne? Aber wenn die Batterie mal verklemmt ist oder mal nicht so funktioniert, dann geht das hiermit sehr gut. Wir haben das auch mit auf dem Boot und sollte nicht fehlen. Also wir haben es immer mit drin und unser ist jetzt hier auch 1,5, 2 Jahre alt, haben wir den im Einsatz und funktioniert immer noch super. Und wir brauchen den, ja, für den Trecker haben wir den schon permanent, für den Rasenmäher-Trecker, weil der, weiß ich auch nicht zu gekommen, eine neue Batterie einzubauen. Ne? Da ruft wieder einer an. Ne? Ja, wollen wir mal rangehen. Ne? Bis dann, weiter geht's im Film. Und der ist ein, ja, ne, so. Ja, wir haben den auch permanent bei uns mit auf dem Boot und den auch. Ne? Also, vielleicht muss man auch irgendwie mal was reparieren. Also, das Zeug ist gut. Ne? Es geht weiter und wir tauschen irgendwann die Dachhaube aus. Das wird der nächste Film sein. Das ist eine Remis Top 500x700. Schwierig, Teile zu kriegen. Aber wir sind an ein paar Sachen dran und dann werden wir das ganze Ding umbauen und da nehmen wir euch natürlich wieder mit. Ne? Ja, und schaut auch mal in die anderen Filme. Wir haben so einen Poolroboter vorgestellt jetzt. Der war auch super. Also wirklich, der spart Zeit ohne Ende. Und es gibt einen, der macht oben die Wasseroberfläche sauber. Haben wir noch nicht gesehen. Wenn man den 100-mal größer bauen könnte, wäre das super. Den könnten wir gleich in den Weltmeeren einsetzen. Bis denn, Osterhenne und tschüssi. Seid wieder dabei, wenn es da heißt. Wir gehen ins Detail und ihr seid dabei. Tschüss.